Habicht. Habicht ist ein Greifvogel, also ein Raubvogel. Habicht ist mittelgroß und kommt in Europa und Asien vor und jagt am Tag. Habicht ist ein Vogelname, der es schon im Althochdeutschen gibt, im 8. Jahrhundert. Habicht wird auch manchmal gebraucht als Analogie für verschiedenes andere. So spricht man auch von einem Habichtsauge, man spricht von einer Habichtsnase und man spricht auch davon, dass Habichte aufsteigen und so weiter. Es gibt auch in verschiedenen Fabeln spielt der Habicht auch eine gewisse Rolle. Habicht ist besonders bekannt dafür, dass er besonders gute Augen hat und dass er besonders gut sehen kann. In dieser Hinsicht kann man auch jemandem sagen, dass er so achtsam ist wie ein Habicht. Die Achtsamkeit eines Habichts als Analogie, als Gleichnis für spirituelle Achtsamkeit. Ein Habicht kann lange in der Luft sein oder auch von oben etwas anschauen und bewegungslos sein. Er ist aber voll achtsam. Genauso kann man auch als spiritueller Aspirant in der Meditation bewegungslos sitzen, aber volle Achtsamkeit haben. Selbst wenn man ruhig sitzt mit geschlossenen Augen, kann man voll achtsam sein, voll bewusst. Wenn du mit dieser vollen Bewusstheit und vollen Achtsamkeit in der Meditation bei vollkommener Bewegungslosigkeit bist, kannst du vielleicht Gott erfahren.